Und da bin ich wieder zurück. Ja, wir wollen weiterhin Richtung Turm laufen. Dahin. Und das ist ein Dungeon. Und den Dungeon wollen wir uns natürlich annehmen. Denn wir strotzen ja keinen Gefahren. Den nehmen wir mit. Das Zeug können wir immer gebrauchen. Und wenn euch beruhigt, die Fliege ist immer noch da. Die mich schon wieder mega angekrabbelt hat. Voll ätzend. Da ist noch so ein Baum. Irgendwie haben sie die erhöht, habe ich das Gefühl. Geh sterben, geh sterben. Nur er ist tot. Und wir reiten weiter Richtung Dungeon. Vielleicht schaffen wir es aber alleine auch gar nicht. Aber das werden wir sehen, wenn wir da sind. Ja, hier ist schon wieder so ein krasses Ding. Da drüben ist noch so ein komischer Stein. Den wollen wir natürlich auch abbauen. Ich würde gerne noch so ein paar Flammen finden. Da haben wir jetzt gar nichts bisher gefunden. Nur diese anderen Blöcke. Ist das da der Dungeon vor uns? Ist aber kein Turm. Das sind Bäume. Diese Woods haben sie echt erhöht. Also entweder braucht man die jetzt für viel mehr. Wie viel ich davon schon gefunden habe. So. Reiten wir mal weiter. Da hinten ist doch der Turm, oder nicht? Es scheint schon der Dungeon zu sein, tatsächlich. Jetzt müssen wir nur erstmal einen. Ah, Slay the Mushroom Lord. Einen Eingang finden, ich würde einfach mal sagen. Da. So sieht es dann auch aus. Ja, hier ist drin ist der Golden Beetle, hier drin ist nicht der Mushroom Lord. Voll die Ritter hier, voll anspringen und Remi Demi machen. Wollen sie einen hier trollen? Oh, nervt mich doch nicht, ihr komischen Stachel. Hä? Wie soll ich denn da rumkommen? So, machen wir es halt so. Und Level up. Boah, wir sind so gut. Wir sind einfach nur so imbar. Ich lass einfach mal auf mich einprügeln, weil jetzt können sie uns ja eh nichts mehr. Jetzt sind wir hier hoch irgendwie. Und ich hoffe, jetzt kommt nicht die Fliege und lässt mich dann verreißen, dass sie wieder runterfallen. Das wäre sehr ärgerlich. Was ist denn das für eine... Scheiße. Oh Mann. Das alles für einen Golden Beetle. So, jetzt nochmal. Vielleicht versuchen wir es einfach so rum. Ah, nee, so rum geht nicht.
sind schon da lang. Das war schon der richtige Weg, zumindest denke ich. Weil es scheint ja schon so ein Weg zu sein. Wir können jetzt einfach mal den Stein. Huch. Nee, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. So, da ist der Golden Beetle. Erstmal diese komischen Flatterviecher kaputt machen. Weil die sind ätzend. Die fliegen. Die können fliegen. Und da ist dieser Golden Beetle. Mal gucken, der soll jetzt nicht mehr das Problem werden. Das war's. So, jetzt gucken wir wieder mal ins Inventar, was das ist, was wir bekommen haben. Der ist schlecht. Und was ist das? Das ist auch schlecht. Schlecht. Aber wir neigen uns dem Ende des Inventars zu. Zumindest dem erstmal sichtbaren Ende. Achso, hier geht's. So, jetzt gehen wir wieder zurück, weil ich möchte eigentlich gern da hoch, weil ich gehe davon aus, dass da oben, wir können ja uns einfach auch da hochbauen. Ist ja jetzt nicht so, dass das nicht möglich wäre. Aber hier ist gut. Und dann bauen wir jetzt einfach da Steine. Und dann... hüpfen wir hier hoch und... hoffen, dass wir den richtigen Gegner finden. Aber hier gibt es auch viele Pilze, also gehe ich schon davon aus, dass wir hier auf dem richtigen Weg zum Mushroom Lord sind. Wahrscheinlich war der Weg hier hoch einfach so einfach, dass wir ihn einfach nicht gesehen haben. Bisher keine Herausforderung, die Gegner. Ich treffe sie noch nicht. Naja. Wieder was getroppt für uns. Gucken wir mal, ob das uns verbessert. Nein, auch nicht. Da ist dieser krasse Typ. Das Geräusch kam mir bekannt vor. Ja. Und ich habe, glaube schon den Lord gesehen irgendwo vor uns. Gerade eben hat er irgendwo eine Riesenkrone geleuchtet. Na egal, wir können ja mal weitergehen. Fahr ein Stück weiter nach oben. Da werden wir schon fündig, denke ich. So. Also wirklich herausfordernd ist es gerade nicht. Gerade auch dadurch, dass wir diese Flachsflaschen immer wieder auffüllen können. Haben jetzt zwar nur noch 8, aber ich gehe davon aus, dass das ausreichen wird. Huch, jetzt kamen ein paar viele Gegner. Noch 7. Ja, die sind ganz schön eklig, diese. Okay. Da ist der Lord. Da ist er. Ich wollte auch noch gucken, was das macht hier. Magic Find Attack Speed. Mehr Health und mehr. Ja, den ziehen wir an, den Hut. Und gucken mal, ob wir den Lord da irgendwie schon gezogen bekommen. Vielleicht ohne seinen Komplize. Tot. Der hat wieder was gedroppt. Und
Schauen wir mal kurz, ob der uns verbessert. Nee, auch nicht. So, und jetzt gucken wir mal, wie stark unser großer Chef hier ist. Ich glaube, Tintanitro ist giftig. Habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, wir müssen jetzt noch da hoch, um an die Truhe zu kommen. Oder, das war gar nicht der Mushroom Lord, sondern nur ein paar Diener. Das weiß man alles nicht. Man munkelt. Man munkelt. Na, das war nur ein kleiner Vorgeschmacksdiener. Weil... Da gibt es noch mehr von denen. Und jetzt wird es aber langsam echt eklig. So an Gegnermengen. Oh je. Und aber auch echt alles abgezogen, was man hier wahrscheinlich ziehen konnte. Dezimiert sich langsam. Ist noch diesen hässlichen Pilz da. So. Jetzt sind wir aber eigentlich ganz oben, oder nicht? Monsterdichte wird größer auf alle Fälle. Und ich dachte, dieses kleine Vieh ist schon der Mushroom Lord. Na toll. Hab ich mich wohl geirrt. Hätte jetzt spontan gesagt, dass der hier ist. So. Weil da auch die größte Fläche ist. Kann natürlich auch sein, dass wir erst alle Gegner töten müssen. Ich weiß es einfach nicht. Wir können einfach mal schauen, wie weit wir jetzt kommen. Gegebenenfalls müssen wir uns nochmal ein paar Heil-Dinger machen. Und dann nochmal das Ganze probieren. Fox it with a view. Nee. Nö. Gab's nichts mehr? Kann man sich da noch hochbauen? Ist der vielleicht da oben drüber? Können wir ja mal ausprobieren. Ich glaube, das müsste gehen, wenn man hier sich hoch. Ah, ne, da ist doch schon die Truhe. Ah. Haben wir ihn doch besiegt. Also eine Truhe haben wir jetzt bekommen. Aber das haben wir noch nicht geschafft. Wir haben es noch nicht geschafft. Das war wahrscheinlich nur ein Zwischenboss. Wir können ja trotzdem mal da hoch. Vielleicht haben wir da auch eine bessere Übersicht einfach. Manchmal hilft es ja einfach, oben, von oben nach unten mal zu gucken.
Eine Hornisse oder zumindest irgendwas Großes. Die auch keinen Spaß versteht. Und ein Gräb. Voll komisch. So. Sind wir wieder hier. Also, ich verstehe das nicht ganz. Jetzt haben wir eine Truhe gelootet. Da ist noch eine Truhe. Also entweder gibt es hier drei Lords sozusagen. Und zwei haben wir getötet. Oder, aber wir haben es noch nicht geschafft. Das ist schon mal ganz klar. Geschafft haben wir es noch nicht. So. Da unten ist der dritte. Also ich gehe jetzt davon aus, dass das drei sind. Wenn man keinen Schaden verliert und sich immer wieder hochheilt, weil er irgendwie stuck. Jetzt. So, das ist dann tatsächlich der dritte. Und nach dem dritten gehe ich stark davon aus, haben wir es geschafft. Kann ich auch noch rumlaufen, ein bisschen kiten die ganze Zeit. Und irgendwann mal genug Schaden gemacht zu haben. So, hier ist jetzt gerade wieder irgendwo eine Truhe aufgegangen. Jetzt müssen wir sie nur noch finden. Entschuldigung. Ich würde einfach mal sagen, hier hinten irgendwo. Aber wir haben auf alle Fälle unsere drei Sterne bekommen. Also auch das Ganze abgeschlossen. Jetzt wollte ich eigentlich gerne noch zum feierlichen Abschluss die Truhe finden. Um dann eine sehr erfolgreiche Folge zu beenden. Da ist er. Gut, Freunde. Das soll es von der Folge gewesen sein. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte Spaß und wir sehen uns in der nächsten Folge.